Ja, aber das lassen wir erstmal gut sein. Wobei, das hier könnte ich reinmachen. Da ist der Glühstrumpf weg und da sind nur 3000. So. Dann geht's jetzt in den Palast. Und wir sprechen erstmal über die Hungersnotsache. Dann geht's wieder zurück in die Grotte da unten. Damit wir von dort aus wieder in die Altstadt kommen und die beiden Muscheln benutzen können. Und hoffentlich lohnt sich das, was wir dahinter finden. Wenn nicht, werden wir wahrscheinlich eh von dem Typen ausbezahlt, der unbedingt das Mosaik sehen will. Aber ja, erstmal lassen wir Tikio Bericht erstatten über die Hungerszustände mit den Leuten im Schlund. Wenn nicht, dann soll uns wenigstens die Erlaubnis erteilen, dass wir die Dämmerungssterne einschalten dürfen. Zeigen dir die Götter viele Omen? Na, es geht so. I see you pulled Ngatis chosen from the Guild Hall. Wie ich sehe, hast du Ngatis Auserwählte vom Rathaus abgezogen. Wahrscheinlich Auserwählten. Aruin nickt Tikeo zu. Kira. But have you pried any secrets from the gullet yet? Ikewa, hast du denn schon irgendwie Geheimnisse entreißen können? Arui zieht die Augenbrauen hoch und bedeutet dir fortzufahren. Ich habe noch was If there's anderes. Curiosity to be satisfied, Wenn die Kira, I will help. Neugier befriedigt werden will, Ikewa, will ich dabei helfen. Wir sollten über den Mangel an Lebensmitteln im Schlund sprechen. Shortage. Are the Raparu not fed the leavings of the Kwaru and Mataru? Mangel? Werden die Roparo von den Resten der Quarum Mataro nicht satt? Ja, das sind nur Reste, das ist Abfall. Der Schlund ist im schlechten Zustand. Es kommt dort zu wenig, um über die Runden zu kommen. Sie brauchen mehr, mein Prinz. Ihr tötet diese Menschen. Zumindest könnt ihr ihnen ein wenig Aufmerksamkeit schenken. Nehmen wir mal die 1. Seufzend drückt Prinz Arui die Handflächen zusammen und nickt. It is no wonder how Delver's Row won the love of my people, I say. By feeding them when we could not. Es ist kein Wunder, dass die Graberstraße die Liebe meines Volkes gewann, sage ich, indem sie es ernährte, als wir dazu nicht in der Lage waren. Find us solutions instead of old problems, I say. Finde Lösungen statt alter Probleme, sage ich. Ja, die Roparo brauchen ihre Königin. Wird sie denn nicht einschreiten? Es wäre eine Schande, wenn die Handelsgesellschaften von dieser Führungsschwäche Wind bekommen würden. Zurück zu meinen anderen Fragen. Nehmen wir mal die 1. Ikera, denkst du wirklich, sie würde unter dich herumsetzen, wenn sie die Zeit hätte oder die Ressourcen? Aruis verärgerter Blick durchdringt dich. The tribes beyond our city look to her as well, and the problems are as numerous as fish in the sea. Die Stämme außerhalb unserer Stadt brauchen sie ebenfalls und ihre Probleme sind so zahlreich wie die Fische im Meer. Again, you bring this up. Speak on, I say. Schon wieder dieses Thema, sprich weiter, sage ich. Prinz Arui seufzt und öffnet seine Hand. Ja, es wäre eine Schande, wenn die Handelsgesellschaften von dieser Führungsschwäche Wind bekommen würden. Ikira, if one framed it that way. Ikira, wenn es jemand als solche darstellen würde, der Prinz bald die Hände zu Fäusten. Dredge up the resources to feed the Raparu if the meat must come from my own body. The work of keeping pace with our rivals. There is no end, I say.
Ich werde die Ressourcen bereitstellen, um die Ruparo zu ernähren. Und wenn ich mir Fleisch selbst vom Körper schneiden muss, na, übertreib's nicht. Die Bemühungen, mit unseren Rivalen Schritt zu halten, das nimmt kein Ende, sage ich. Arui seufzt und schüttelt den Kopf. Wenn du mehr zu sagen hast, ich höre zu. Again, you bring this up. If you have more to say, I am not above listening. Ja, ich möchte den Schwarzmarkt im Schlund besprechen. I expect results, Watcher. Have you gotten to the bottom of Dover's Row? Ich erwarte Ergebnisse, Wächter. Bist du zum Grund der Graberstraße gekommen? Ja, jetzt da wir das mit den Lebensmitteln einigermaßen geregelt haben, können wir ihm ja sagen, die Prinzipien schmuggeln Fracht durch dieses Gewölbe. A darker, more fetid lair of Nekataka, I say. Das Gewölbe, eine finstere und übelriechende Ebene von Nekataka, sag ich. Er legt sein Kinn in seine Handfläche und blickt in die Ferne. My cousin and I are the mind and heart of the city, but the bowels, these we cannot reach. Onikaze und ich sind Kopf und Herz der Stadt, doch ihre Eingeweide, die erreichen wir nicht. What say? Did Ngati's chosen learn anything from the voyage below? Was sagst du, Ing? Hat Ngati's Auserwählte etwas von der Reise nach unten gelernt? Arue gestikuliert in Richtung Tikeo. My prince, I have always known those who pray for Ngati's favor, but only now do I see those who depend on it. Mein Prinz, ich kannte schon immer jene, die um Ngati's Gunst beten, doch erst jetzt sehe ich jene, die davon abhängig sind. Ikira. I say that a feather of Amira's wisdom drifted down to find you. Kera, ich sage, dass eine Feder von Amiras Weisheit herabgefallen und dich berührt hat. Arui nickt anerkennend. At least Delva's Row is a stable target. The Crown has time to decide the next steps. Wenigstens ist die Graberstraße ein Ziel, das uns nicht davonläuft. Die Krone hat Zeit, um sich die nächsten Schritte zu überlegen. Was hast du mit der Graberstraße vor? I learned in the arena. Never to underestimate an advantage. Ich habe in der Arena gelernt, niemals einen Vorteil zu unterschätzen. For now, it is enough that I know where they bring in goods. Vorerst reicht es, dass ich weiß, wie sie die Waren hineinbringen. Wenn du mich fragst, sollte die Graberstraße so bleiben, wie sie ist. Wasserformer haben den Piraten dabei geholfen, Schiffe hineinzuschleusen. Sind wir ehrlich? Tikeo, I say that no one wanted to hear your suspicions confirmed. Tikeo, ich sage, niemand hat gewollt, dass sich dein Verdacht bestätigt. Akara. Me least of all, my prince. Ikira, ich am allerwenigsten, mein Prinz. When it comes to the dignity of the guild, the crown can compromise nothing. Onikaze will see their leadership disciplined, I say. Wenn es um die Würde der Gilde geht, kann die Krone sich keine Kompromisse erlauben. Onikaze wird ihre Führung disziplinieren, sage ich. Sie müssen das Geld gebraucht haben, kannst du dir vorstellen, wozu? I cannot. Ikira, das kann ich nicht. Arui kneift ihr unter... sich in die Unterlippe und seufzt. Onikaze and I both expect more from the guild, I say. She will not be pleased. Onikaze und ich werden mehr, beide mehr von der Onikaze und ich erwarten beide mehr von der Gilde, sage ich. Sie wird nicht erfreut sein. Arui schüttelt den Kopf und seufzt. Ich habe 1500 Kupfer erhalten. But at least you returned to me in one piece. You are not the first agent I sent to the Gullet. But you are the first to return. Okay, aber wenigstens bist du in einem Stück zu mir zurückgekehrt. Du bist nicht der erste Agent, den ich in den Schlund geschickt habe, aber der erste, der zurückgekehrt ist. Arui grinst unwillkürlich und klopft dir auf die Schulter. Ich kann nicht behaupten, dass ich dich gerne an einen schlimmeren Ort als den Schlund schicke, aber Arui verstummt und kratzt sich am Hinterkopf. Sprich weiter. Does the name Ukaizo mean anything to you? Sagt dir der Name Ukaizo etwas? Das Gesicht... des Prinzen ist ausdruckslos, doch erscheint deines ganz genau zum Muster. Auf einem Mosaik unterhalb der Stadt ist Ukaizo dargestellt. Ikira, then the city's bowel hides more than I credit. Ikira, dann verbirgt sich mehr den Gedärm der Stadt, als ich angenommen habe. Arui reibt sich mit den Daumen über das Kinn und nickt. Ukaizo was the home of the Hwana before cataclysm and destruction wiped the island from the dead fire. That is the story. Ukaizo war die Heimat der Huana, bevor Katastrophe und Zerstörung die Insel vom Todesfeuer ausradierten. So besagt es die Legende. Story or no, I make no secret that we search for Ukaizo. Legende oder nicht, ich mache kein Geheimnis daraus, dass wir auf der Suche nach Ukaizo sind. Er mustert dich und lässt seine Worte sagen. Our tribes are spread across many isles, but it is Ukaizo which binds us. Ukaizo and the knowledge that we must return. Unsere Stämme sind über viele Inseln verteilt, doch es ist Ukaizo, das uns zusammenhält. Ukaizo und das Wissen, dass wir zurückkehren müssen. To that end, a local cartographer secured a lead. A breadcrumb to a breadcrumb, I say. Diesbezüglich hat ein örtlicher Kartograf eine Spur gefunden. Ein Brotkrumen, der zu einem weiteren Brotkrumen führt, kann ich sagen. Brotkrumen führen kann, sage ich. I sent an expedition to Matari Okozie,
one of the Sanctuary Isles. They were to retrieve evidence of our lost homeland. They have yet to return. Ich habe eine Expedition nach Motaro Ikosi geschickt, einer der heiligen Inseln. Sie sollten Beweise für die Existenz unserer verlorenen Heimat sichern. Sie sind noch nicht zurückgekehrt. Heilige Inseln? There were sites where our ancestors grouped in terms of crisis. Constants in changing seas. Städten, an denen sich unsere Ahnen sich in Krisenzeiten versammelten. Konstanten in der sich stets verändernden See. You have the cartographer Atepo to thank. He wanders the western shrine if you would know more. Du kannst dem Kartografen Atepo dafür danken. Er befindet sich im westlichen Schrein, wenn du mehr wissen willst. Der Prinz winkt beiläufig in Richtung Tür. Wieso glaubst du, dass es auf Motaro Ikosi einen Beleg für die Existenz von Kaizo gibt? Wie kann es denn sein, dass die Insel, die die ganze Zeit verborgen geblieben ist? Muss ich mit Widerstand rechnen? Nehmen wir mal die 2. The question for those with years to gather reeds and scribe their thoughts. Das ist eine Frage für diejenigen, die Jahre damit vergeuden können, Schilf zu sammeln und ihre Gedanken aufzuschreiben. Seufzend streicht Arui seine Haare zurück. It might be that someone or something on the island does not wish to be found. Vielleicht möchte jemand oder etwas auf der Insel nicht gefunden werden. In better times than these, I would have been happy to oblige. Ich würde dir den Gefallen nur zu gerne tun, wenn die Zeiten besser wären, als sie es sind. Muss ich mit Widerstand rechnen? The trading companies would not have thought to look for Motaro Ikosi, but now they are vultures to carrion. Die Handelsgesellschaften hätten von sich aus nie daran gedacht, nach Motaro Ikosi zu suchen. Doch jetzt kreisen sie darum wie die Geier über Aas. I do not doubt that our rivals race for the same thing, all while we fall behind. Ich habe keinen Zweifel daran, dass unsere Rivalen hinter der gleichen Sache her sind, während wir zurückfahren. Arui seufzt. Wieso glaubst du, dass es auf Motaro Ikosi einen Beleg für Ukaizo gibt? The Sanctuary Isles give comfort and guidance to sailors on the long journey home. Die heiligen Inseln boten Seeleuten auf ihrer langen Reise nach Hause Mut und Orientierung. I'm hoping the island can remember its purpose and return us to the home we lost. Ich hoffe, dass die Insel sich an ihren Zweck erinnert und uns zu unserer verlorenen Heimat zurückführen kann. Keine weiteren Fragen. Then you are ready to depart? Ikera, bist du dann bereit für die Abreise? Ich werde jeden Stein auf Motaro Ikosi umdrehen. I trust you are going. I want the tribes to know that Ngati's chosen stood among those who threw open the gates of Ukaizo. Tekio, ich verlasse mich darauf, dass du auch gehst. Die Stämme sollen wissen, dass sich Ngati's Auserwählter unter jenen befand, die die Tore von Ukaizo öffneten. Er sieht Tekio hoffnungsvoll an. I make no promises of dirtying my hands in some fetid jungle, but I do not protest a calm voyage. Ja, Verantwortungslosigkeit mal wieder. Ich verspreche nicht, mir die Hände in irgendeinem stinkenden Dschungel dreckig zu machen, aber gegen eine gemütliche Schiffsreise habe ich nichts einzuwenden. Before you go. Bevor du gehst, Arui senkt die Stimme und blickt nach unten, blickt nach links und rechts. That did seem like too nice a way to end it. War ja auch zu schön, um wahr zu sein. The expedition. I have reason to believe they will not be returning to Nekataka. Die Expedition, ich habe den Grund zur Annahme, dass sie nicht nach Nekataka zurückkehren wird. Sprich weiter. At the palace doorstep, cut from the robe of the expedition leader. Wir haben das hier auf der Schwelle zum Palast gefunden. Es wurde aus der Robe der Expeditionsleiterin herausgeschnitten. Er greift in seine Tasche und zieht ein zusammengeknülltes, rotbeflecktes Tuch aus Rindenstoff heraus. One mystery heaped on another, I say. Geheimnisse über Geheimnisse, sage ich. Er fährt mit dem Daumen über das Tuch und runzelt die Stirn. Wer hat das wohl zum Palast gebracht? Lass mal sehen, vielleicht kann ich etwas daraus erfahren. Ich mache mich da wohl besser auf dem Weg. Und du hast praktischerweise vergessen, das zu erwähnen, bis ich der Mission zugestimmt habe. Lass mich mal sehen. Nirgends überreicht er dir die Lumpen. Ein Fragment von Essenz haftet an dem Stoff. Wie ein Faden, der zu eng gewebt wurde, um gelöst zu werden. Bäume ragen über dir empor und faserige Lianen schlängeln sich wie Tentakel, FSK 18, über eine versumpfte Ruine. Es erfordert all deine Kraft, um durch das hüfthohe Wasser zu warten. Du blickst über die Schulter, doch die Frauen und Männer deiner Gruppe sind nicht da. Und damit sieht sich ein Schatten in der Ferne. Du ziehst deine Waffe und fühlst dich plötzlich so allein wie nie zuvor. Die Vision verschwindet und hinterlässt ein tiefes Loch in deiner Magengrube. Und das Phantomgefühl, das nicht so gelaufen ist, wie geplant war. Der Prinz schaut dich erwartungsvoll an.
Die Trägerin der Robe ist zweifellos tot. Für den Rest seiner Gruppe besteht noch Hoffnung. Die Natur auf dieser Insel ist rastlos. Mehr konnte ich jedoch nicht erkennen. Nehmen wir mal die 1. That is something, I say. Hey, Kira, das ist wenigstens etwas, sage ich. Take care if you alight on Matari Okosi. My fear is that the island is sanctuary no more.